Ja, hallo meine Freunde, wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mobile-Reportage und mehr. Heute ist Donnerstag und nicht Freitag. Das hat aber folgenden Grund. Morgen geht's nicht, da muss ich nicht arbeiten. Heute habe ich frei. Gestern musste ich arbeiten, vorgestern musste ich arbeiten und so weiter und so fort. Ne? Ja. Gibt ein bisschen Trainspotting heute. Ne? Und ich hatte mir gedacht, wir haben ja lange keine Züge mehr fahren lassen auf der Anlage. Ich habe die jetzt ein bisschen gereinigt und da machen wir ein paar Testfahrten. Das werde ich euch dann jetzt auch mit der Kamera zeigen. Ne? Also nicht Livestream, sondern ganz normal. Und dann haben wir natürlich noch zwei Pakete. Das wird also ein ziemlich langes Video wieder. Ich mache diesmal nur einen Teil. Ihr könnt ja die verschiedenen Timesteps dann euch anschauen, weil wenn ich jetzt immer zwei Teile mache, da passiert dann wieder sowas, was jetzt die letzten Tage bei YouTube passiert ist. Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir gucken euch jetzt erst einmal das Trainspotting an. Ist ein bisschen was vom Josef dabei. Keine Kleinigkeit von mir. Und ich glaube, von Micha ist auch noch was dabei. Und da wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und dann melde ich mich wieder. Film ab. We'll be right back.
wohl. Und
Ja, das habe ich gesagt. Viel war es nicht, aber zumindest habt ihr ein bisschen was gesehen. So, gut, das war das Thema Trainspotting. Nochmal vielen Dank an die Leute, die mir das geschickt haben. Insbesondere wieder an Josef, der sich bei jedem Wetter an die Strecke stellt und was filmt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema. Und da möchte ich mal kurz was über meine Woche erzählen, was ich bis jetzt erlebt habe. Nicht ausführlich, ihr wisst ja, das mache ich auf jeden Fall nicht mehr. Aber zumindest werde ich euch mitteilen, dass ich ab jetzt auch sehr spät noch unterwegs bin. So zum Beispiel gestern. Da war ich bis knapp 0:40 Uhr unterwegs. Und es ist schon wirklich erstaunlich, wenn man dann mit dem Fahrrad nach Hause fährt, nachts um eins, wie ruhig die Straßen sind, die Ampeln vor sich hin blinken, kein Auto auf der Straße, keine Straßenbahn mehr fährt, nichts. Du hast keine Menschenseele gesehen. Wie ausgestorben die Straßen. Wenn es noch immer so wäre. Ist es aber nicht. Naja, ich war dann auch ein Stückchen raus aus Leipzig gefahren und an einen Haltepunkt, wo ich dann ausgestiegen bin, um in einen Gegenzug zu steigen, war es so leise, Totenstille. Dort hast du wirklich nichts gehört, außer das Tropfen von irgendwelchen, weiß ich nicht, ablaufenden Wasser von einer Regenrinne. Sonst hast du nichts gehört. Kein Auto, kein Zug, kein Flugzeug, nichts. Das war schon richtig beängstigend. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dort ein kleines Stückchen zu filmen, habe mir aber dann gedacht, lass es, bringt bloß wieder Probleme oder was weiß ich, dann wird es dann wieder irgendwie falsch ausgelegt oder so ein Blödsinn. Ich weiß nur, dass ich jetzt immer sehr spät abends noch arbeiten werde, natürlich nicht jede Woche, aber diese Tour werde ich öfters jetzt haben. Und ja, war aber trotzdem okay. Es ist nichts vorgefallen oder irgendwie, naja, wisst ihr schon, was ich meine. Vorkommnisse gab es nicht. Es war alles perfekt. Züge waren sowieso leer. Aber du hast halt wirklich wenig Zeit, um bis dorthin, wo du aussteigen musst, in den Gegenzug zu springen, da zu arbeiten. Da hast du schon richtig, da kommst du ins Schwitzen, das kann ich euch sagen, da kommst du ins Schwitzen. Gut. So viel zum Thema dazu. Die kleine Rangierfahrt, die ich da gefilmt habe, das war vor der Arbeit. Da bin ich vorher immer ein bisschen eher los. Ne? Schon aus dem Grund, weil mein Fahrrad ja ab und zu mal der Meinung ist, heute habe ich wieder keinen Bock mehr. Oder heute geht mal die Luft wieder runter. Oder was weiß ich. Es ist halt wirklich nur ein Alltagsfahrrad. Ich werde auch demnächst mir ein neues organisieren und dafür ordentlich sparen. Ne? Weil das ist wirklich nur noch von A nach B. Und das auch nur auf Hängen und Würschen. Ich habe es jetzt so weit hingekriegt, dass man zumindest wieder schalten kann. Dafür knackert es aber jetzt schön beim Fahrradfahren. Ich denke mal, das ist das Lager. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern. Da werde ich irgendwann ins Leere greifen. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Da werde ich nämlich vorher noch ein anderes Fahrrad organisieren. Aber dazu dann später mehr, wenn es soweit ist. Wie gesagt, das habe ich vor der Arbeit gefilmt. Hat schon noch ein bisschen Zeit, bevor es losgeht. Knapp eine Stunde. Ja, ich komme sehr zeitig auf Arbeit. Lieber zu früh als zu spät. Das sage ich mir immer. Und du kannst dann auch in Ruhe einen Kaffee trinken am Bahnhof oder was essen. Und musst dann nicht in Hektik da zum Bahnhof hetzen und dann zu deinem Zug. Sondern musst dann alle gemütlich euch vorbereiten, zack, Klamotten zurecht machen und alles. Und deswegen gehe ich halt immer ein bisschen zeitiger los. So sieht's aus. Und dann erwischte ab und zu mal was. So wie die 155 Deutsche Reichsbahn stand ja dran, der mit der V60 West. Gut, so viel zum Thema dazu. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist natürlich die Modellbahn. Das war ja klar. Irgendwann muss es ja soweit sein. Wieder. Und da gibt es einiges dazu. Zum einen habt ihr ja die beiden Ausschnitte gesehen, die ich noch reingedrückt habe beim Auspackvideo. Einmal das von FlixTrain und einmal das von dem IC2 von Brava. Und da gibt es schon wieder ein Problem. Wer lesen kann, ist Lernvorteil. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen, bevor ich da irgendwas mit ersteigere. Jetzt ist es zu spät. Nun steht er da.
Nein, Wasserzug digital. Das heißt, die Beleuchtung funktioniert nicht. Das hatte ich auch schon gesagt, wo ich diese Testfahrt gemacht habe. Das heißt also, in jedem Wagen ist ein Dekoder drin und man müsste das dann irgendwo auf eine Digitalanlage stellen und umstellen auf Beleuchtung. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also habe ich mir kurzerhand einen neuen besorgt. Ja, ihr habt richtig gehört. Nochmal das gleiche Set habe ich nochmal gefunden und habe ich mir ebenfalls organisiert. So, leid es mir auch tut. Diesmal kommt es aus den Niederlanden. Ich hoffe, dass es ordentlich funktioniert, ordentlich fährt, so wie dieses Set. Ich werde es trotzdem euch nochmal vorführen, jetzt gleich. Und jetzt euch nochmal genau erklären, warum die Beleuchtung nicht funktioniert. Aber man kann sich ja denken, müsste man umschalten. Ja, und über Fixed Train, da brauche ich gar nicht mehr weiter zu sagen. Die Wagen hier, die neu konstruierten von Arnold, absolut top. Richtig eng gekuppelt und koppel nicht ab, in Gleisen nicht. Ich habe die sogar durch das Band ausweichen kurven lassen. Der entgleist nicht. Na, die sind ja richtig eng gekuppelt hier. Ja. So eng aneinander und das ist kein Witz. Kann ich euch ja nachher auch zeigen, wenn er auf dem Gleis steht. Na, da brauche ich jetzt aber gar keine Magnetkupplung dran machen. Aber ich habe mir noch so einen Wagen organisiert, weil, wie gesagt, fünfteiliger Flixtrain. Der kommt schon mal vor. Habe ich auch gefilmt, aber ein Fünfteiliger ist einfach blöd. Deswegen ist dann noch ein Wagen unterwegs. Man könnte das heute natürlich auch noch ein Dreier-Set organisieren können, da hätte man einen Achtteiligen gehabt. War mir aber zu viel, deswegen habe ich einen einzelnen geholt und Feierabend. So, jetzt kommen wir aber noch zu ein paar Wagen. Die habe ich gerade vorhin geholt. Und auch da habe ich leider wieder einmal was übersehen. Nämlich, dass die Wagen von Rocco sind. Die waren schon bezahlt, die wurden extra nach Leipzig geschickt. Ich habe sie abgeholt, weil ich schon wusste, es ist Rocco. Na ja, bezahlt ist bezahlt. Du kannst ja nicht dann sagen, die hast du bei Kleinanzeigen gefunden. Die waren von irgendeinem Starter-Set, da war noch eine digitale 101 dazu. Die 101 wollte ich nicht haben, ich habe ja zwei, reicht auch. Eine Fleischmann, eine Rocco. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich den Wagen so bekomme. War er damit einverstanden. Ich habe einen vernünftigen Preis bezahlt dafür. Und da wusste ich aber noch nicht, dass er Rocco war. Nein, das wusste ich noch nicht. Dann habe ich die bezahlt. Und habe dann nochmal nachgefragt. Die Wagen sind doch von Arnold, oder? Nee, nee, das ist Rocco und nicht. Na toll. Jetzt sind sie schon unterwegs nach Leipzig zu seinem Kumpel. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, nee, die nehme ich nicht. Ich habe sie trotzdem genommen. Sind ja mit Beleuchtung, alle vier. Ich habe sie jetzt hier liegen. Und sie sind halt sehr schön. Ne? Das kann man ja sagen. Also die Detailreichtum, der Detailreichtum von Rocco-Wagen ist wirklich sehr gut. Aber ihr habt es ja nun mit dem IC-Wagen von der Schweiz gesehen. Mit dem Speisewagen, den ich extra umbauen musste, auf den alten. Was es da für Probleme gab. Ich habe es mehrmals probiert, es hat nicht geklappt. Der ist immer wieder umgekippt, immer wieder entgleist, immer wieder an der Weiche. Und hinten im Tunnel entgleist, dann habe ich dann die Schnauze voll gehabt, habe das Chassis halt runtergemacht. Ihr wisst ja, die Umbauarbeiten habt ihr ja gesehen. Und dann auf das alte Chassis, übrigens auch Rocco, komischerweise, funktioniert einwandfrei. Aber die neuen, die wollen einfach nicht. Ne? Das habe ich dann letztendlich an Stefan gegeben, mit dem ich absolut keinen Kontakt mehr habe. Ich habe keine Ahnung, warum der sich nicht mehr meldet. Da muss irgendwas passiert sein. Keine Reaktion mehr, nichts, gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Vielleicht will er nicht mehr mit mir zu tun haben. Ich wüsste nicht warum. Ich habe nichts getan. Klar, ich habe mich über die Arbeiten ein bisschen aufgeregt, die er manchmal gemacht hat. Ja, aber er wusste ja selber, was er da fabriziert hat. Ja, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt auch egal. Wie gesagt, ich war dann jetzt bei dem Kumpel von demjenigen, wo ich das bei kleiner Zeit gekauft habe. Der hat es extra nach Leipzig geschickt. Und habe die Wagen geholt. So, da war natürlich auch der mit dabei. Das ist Epoche 6 ÖBB. Denn, wie gesagt, er wollte die Wagen dann auch noch komplett abgeben. Den habe ich dann halt mitgenommen. Und gut ist. Und jetzt zeige ich euch wegen der Beleuchtung, dass das nicht original ist. Das wurde so garantiert nicht verkauft.
Kann ich mir nicht vorstellen. Weil er meinte, die waren von Anfang an beleuchtet. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ne? Ich denke eher, das wurde nachträglich nachgerüstet. Das ist ja auch völlig egal. Ne? Vielleicht sieht es sogar gut aus. Aber die laufen garantiert nicht. Bin ich mir sicher. Wäre wirklich ein Ding, wenn man die ordentlich laufen lassen kann. Habe aber festgestellt, dass ein Wagen solche Schleifer drin hat. Die sehen fast aus wie Minitrix oder, ne? Oder bei Arnold. Wusste gar nicht, dass das geht bei Rocco. Ne? Aber das sieht auch ganz eindeutig danach aus, als ob das nachträglich nachgerüstet wurde. Man weiß es nicht. Er meinte, das ist original so. Naja, das muss überraschen. Wie gesagt, sind sehr schöne Wagen. Und zum Vergleich hier, nehmen wir mal hier einen Fleischmann. Und da seht ihr, da sehen die Schleifer genauso aus. Ja? Und wenn man die dann nebeneinander hält, das mache ich dann sowieso, muss ich sowieso eine Magnetkupplung dran machen. Da seht ihr schon, es fällt kaum auf. Sollte ja auch ein bisschen identisch aussehen. Was mir aufgefallen ist, Minitrix, die Wagen sind etwas höher oder tiefer. Man sagt ja auch zu den alten Fleischmannwagen, dass das die hochgebockten sind. Aber mir gefallen die halt am besten und die laufen auch am besten. Und wenn die jetzt ein Stückchen zu hoch sind, dann ist mir das auch egal. Mir wäre es am liebsten, ich hätte nur solche. Ne? Nur solche Wagen. Fleischmann, die ganz alt. Also die allerersten, die rauskamen von dieser Epoche 6 Serie. Das sind die besten, sage ich mal. Dann gibt es natürlich noch die Variante von Minitrix mit den Drehgestellen. Die laufen auch sehr gut, das wisst ihr ja. Ich habe ja genug von der Sorte da. Ja, und dann gibt es aber noch eine andere Variante von Fleischmann. Und zwar die hier. Das ist auch Fleischmann. Seht ihr? Ganz andere Drehgestelle. Muss wohl eine spätere Version davon sein, aber ebenfalls wieder mit den typischen Schleifern drunter und mit den Schrauben, die sich ab und zu mal lösen, dann fängt er an zu wackeln wie so ein Lämmerschwanz. Ja, gut. Also das wollten wir nachher mal testen mit der Kamera. Rüste ich natürlich auf Magnetkupplung, ist klar. Vielleicht laufen die Wagen gut im gezogenen Modus, aber geschoben, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich will nämlich diesen Zug nachbauen, den ich immer benutze, wenn ich zurück nach Leipzig fahre. Ne? Wo ich auch manchmal durchgehen muss und in Akkordzeit bis zum Hauptbahnhof dann bräumen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ich habe mich schon sehr oft hier meinen Ellenbogen gerammelt. Also das wird wahrscheinlich irgendwas gar nicht mehr heilen, weil das tut immer oder weh, weil durch die Sitze und das alles durch schnell hin und her bewegen, rammelst du automatisch immer da dran. Ne? Und da sind alle Varianten dabei. Da ist der Großraumwagen dabei, ist erste Klasse Wagen dabei, zweite Klasse Wagen dabei, Steuerwagen dabei. Ne? Und ich wollte das halt genauso haben. Genau diesen Zug wollte ich halt nachgestellt haben. Das war, ist zweimal erste Klasse und sechsmal zweite Klasse mit einem Großraumwagen. Großraumwagen habe ich. Da ist er. Und das andere sind alles Abteilwagen. Ne? Abteilwagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brauche also noch, ich glaube, ja, ein Abteilwagen brauche ich noch. Zweite Klasse. Weil zweimal erste Klasse habe ich ja. So sieht es aus. Und der hier, der gehört ja nicht rein. Ich baue den aber nachher mit rein, um zu gucken, ob der Zug ordentlich läuft. Wenn das halt so Eurocity nach ÖBB her ist, nach Österreich. So sieht es aus. So, das war das erste Thema mit der Modellbahn. Wir sind aber noch nicht fertig. Wie gesagt, ich habe da noch zwei Pakete stehen. Ein Überraschungspaket. Wieder einmal von demjenigen, der mir schon eins geschickt hat, mit den 3D-Druckzeugen. Das ist diesmal noch mal größer, das Paket. Da kann ich es auch nur auf dem Fußboden auspacken, weil das kriege ich ja gar nicht aufs Sofa, so groß ist das. Ich weiß nicht, was mich da drin erwartet. Er hat gesagt, da ist alles Mögliche drin, ein großer Panel, den ich mehr brauche. Lass dich überraschen. Ich bin gespannt. Und ein kleineres Paket, da ist dann sowas drin. Ja, ihr wisst ja, das Regal wird bald umgebaut. Da kommt dann dieser Schien hier rein. Und davon habe ich jetzt auch nochmal hier eine ganze Stange mir besorgt. Sehr günstig. 20 Euro hat es gekostet, alles zusammen. Ich weiß, dass diese Fleischmann-Gleise teuer sind. Und da unten
in der Kleinpackung, da sind nochmal 25 oder 30 solche geraden Gleise drin. Die sollten auch dann reichen, um das erste Regal vollständig mit Gleisen auszurüsten. Und das werden wir natürlich dann auch mit der Kamera machen. Natürlich nicht heute, das ist klar. Heute nicht. So, aber wo ich dann dort die Wagen geholt hatte, da war ich dann noch in einem Einkaufszentrum, das ich eigentlich, naja, ein einziges Mal besucht habe, um dort ein Paket abzuholen. Ich wusste gar nicht, dass es so groß ist und dass es auf zwei Seiten verteilt ist. Ja, und da entdeckte ich auch noch ein sehr schönes chinesisches Restaurant. Und ich dachte mir, du hast dir so viel mal Chinennudeln immer am Imbiss geholt, jetzt probierst du die einfach mal in einem richtigen, echten China-Restaurant aus. Ne? War natürlich etwas teurer, ist klar. Ich will gar nicht sagen, was ich bezahlt habe. Ja, da würden wahrscheinlich andere sagen, Gott, ist der bekloppt. Aber ich wollte es halt einfach ausprobieren. Und ich muss ehrlich sagen, es hat sehr gut geschmeckt, aber den Unterschied habe ich nicht festgestellt. Es ist genau das gleiche wie am China-Imbiss für 94 oder 5,20 Euro. Also exakt das gleiche, nur halt das Ambiente ist besser. Ja, das ist ja klar. Du hast einen größeren Teller, aber dafür ist der Kaffee so. Das war so eine Fitze, also dafür musste ich zwei Stück trinken. Weil, hast du immer hier so gemacht, da waren sie, das war kein Cappuccino, das war ein ganz normaler Kaffee. Aber eben noch sehr klein. Ja, und dann habe ich dann zum Schluss noch das hier bekommen. Und das werde ich jetzt mit euch live auspacken. Ne? Ein Glückskeks. Ihr kennt ja diese Glückskekse. Mal schauen, was da von Text drauf ist. Und danach, da kommen wir zu den Paketen. Aber jetzt esse auch schon mal was. Haben wir ja so hier auf, ja, so. Und da ist ein Zettel drin. Was steht auf dem Zettel drauf? Ja, schmeißt den ganzen Mist erstmal schön, verteilt aufs Sofa. Wollte ich in die Gusche stecken, ja. Na gut. Ich bin jetzt gut gekriegt, gestern. Was geht noch? Der ist gut. Der ist echt gut, der Spruch. Der ist echt gut. Der steht ja immer in Tschechisch drauf. In Polnisch. In Englisch. Und in Deutsch. Und jetzt haltet euch fest. Da steht, arbeite hart. Hart spielen. Das verstehe ich jetzt nicht. Moment. Muss ich mal Brille absetzen. Arbeite hart. Hart spielen. Das steht da. Ich zeig's euch. Dass ich hart arbeite, das stimmt. Aber was mit dem hart spielen? Ist das jetzt auf meine Modellbahn gemünzt? Mit hart spielen? Also wenn ich hart spiele auf meiner Modellbahn, dann geht dann irgendwas kaputt. Kann man es lesen? Na, willst du wohl? Das will ich. Ich denke, man kann es lesen, oder? So, also. Ja, arbeite hart, hart spielen. Was immer das bedeutet. Jetzt esse ich den restlichen Keks, baue die Kamera um und dann kommen wir zum Paket. Ja, Freunde, wie ihr seht, das ist ein sehr großer Karton. Ich hatte euch nicht zu viel versprochen. Bin ja mal gespannt, was da alles drin ist. Aber wir kommen jetzt erstmal zu dem hier. Das nehme ich gleich mal als Unterlage. Ne? So. Aber ich weiß schon, was drin ist. Nämlich die Gleise. Die ich auch bei Kleinanzeigen fand. Für die Gleise habe ich bezahlt 25 Euro. Ich denke mal, das ist ein fairer Preis. Kann man nicht meckern. Und ihr wisst ja, vielleicht mal Gleise sind teuer. Ich würde, wie gesagt, zuerst Tomex oder Kato-Gleis verwenden für die Vitrine, aber das wäre dann noch teurer geworden.
Deswegen habe ich mir gedacht, gebrauchte Fleischmannkleister, die reichen völlig aus mit Rettung. So, bitte schön. Ja, alles gerade gleicher, genau wie ich es wollte. 25 Gleiser. Ich denke, das sollte jetzt reichen für die Vitrine. Und das war absolut fairer Preis, wie gesagt. Alles noch in Ordnung. Und nicht solches Gedöns, was ich damals vom Flohmarkt mitgenommen habe, wo die ganzen Gleise zerbrochen waren und aus der Bettung rausgerissen. Die Gleise sind alle okay. Die kann man wunderbar für die Vitrine nehmen. Und ich denke mal, das sollte jetzt auch reichen, wie gesagt, für die Vitrine. So, haben wir das Thema beendet. Das sind jetzt ungefähr 40 Gleise für die Vitrine. Für beide wird es natürlich nicht reichen, aber für die erste, die hier drüben ist oder die da, muss man mal sehen. Ich denke mal, ich werde das mal die hier drüben in Ordnung bringen. So, Papier weg. Jetzt kommen wir aber zu dem Überraschungspaket. Vom Anonymen. Nicht vom Anonymus, nein, von Anonymen. Von einem Anonymen. Von dem ich auch das Zeug bekommen habe mit dem 3D-Druck. Von dem ich auch die Wagen bekommen habe und das andere Zeug, was da drin war. Hier steht der Name. Ihr könnt ihn ja sowieso nicht lesen. Ihr wisst ja warum. Ich habe da mal ganz kurz was eingebaut. Ihr kennt ja den Trick. Da bauen wir mal was ein und dann seht ihr nicht mehr. So, was schreibt er denn hier? Hi Jens. Oh, ich kann deine Schrift da noch nie lesen. Ein bei? Nee. Und bei das, was? Und hier das, was ich nicht mehr, was ich nicht mehr benötige. Ich denke, dass du einige Sachen, einiges davon gebrauchen kannst. Naja, tausche oder verschenke es einfach, wenn du davon nichts gebrauchst, wenn du davon nicht alles gebrauchen kannst. Das sind keine weltbewegenden Sachen, aber verwendbar. LG Anonymous. Da steht ja nicht auf Anonymous, ne? Also steht der Name von demjenigen. Hier. Oh. Fängt schon gut an. Der Lidl-Markt hat geöffnet. Lidl habe ich zwar nicht, aber das Schild wäre trotzdem da. Verwenden. Dann haben wir hier. Ja, Lampen kann man immer gebrauchen. Ja. Die Lämpchen. Was haben wir hier noch? Papier. Viel Papier. 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 Da kommt schon das erste zum Vorschein. Gerade habe ich gesagt. Ja, mein Freund, du weißt ja, ich habe ja Aldi da am Markt schon da. Jetzt habe ich schon noch einen Lidl. Den könnte man jetzt sozusagen. Nee, das geht nicht. Das ist exakt das gleiche Gebäude, wie es aussieht, nur in Rot. Ne? Und da weiß ich jetzt, wo das Schild hingehört. Das war das erste Gebäude. Ich weiß nicht, wo ich den zweiten Supermarkt hinstellen soll. Das habe ich keinen Platz mehr. Aber vielen Dank. Oh, was ist denn das? Er hat schon gesagt, da ist ein großer Bahnhof dabei. Wenn ich die Spitze sehe, kann ich mir schon denken, was das für einer ist. Ein ganz berühmter Bahnhof. Oh, Hilfe, was ist denn das für ein Monster? Ach du Schande. Also das ist ja wirklich ein Riesenbahnhof. Ich glaube, den kann ich bei mir nicht verwenden. Da steht dran. Werlau Katzeneck. Nee, nee, das ist doch der Baden-Baden-Bahnhof. Nicht Katzeneck. Das ist ja ein Monster. Also das ist mal ein Riesenbahnhof, hä? Wow. Alter Schwede, ist das ein Riesenbahnhof. Vielen Dank. Aber leider kann ich den bei mir nicht verwenden. Weil ich wirklich keinen Platz dafür habe. Da brauchst du bestimmt eine 10 Meter Anlage für das Monster hier. Aber wirklich alles noch dran, ne? Ja.
Wirklich ein sehr, sehr schöner Bahnhof. Ja, nehmen wir es mal in der Kleidung drin. Deswegen ist der Karton hier nicht so groß. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Was ist da noch alles dabei? Okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen wegen hier. Machen wir wieder so. Zack, und schon ist das Bild weg. Denn ihr dürft ja die Adresse nicht lesen, die da drauf steht. Was ist denn das nur wieder alles? Also zumindest ist es schon mal eine kleinere Packung. Das muss das noch Papa machen, oder? Das ist jetzt verschüttet. Ja, Freunde, jetzt bin ich mal kurz halt umgezogen. Habe also die Kamera gedreht. Weil das sind ja jetzt nur noch kleine Kartons. Und ich finde es lustig, dass ja mein Name drauf steht. Und natürlich der Name vom Kumpel. Bin ja mal gespannt, was das ist. Könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Ja, ihr wisst ja, ich muss das erstmal unkenntlich machen. Aber gleich schalten wir wieder auf verfügbares Bild. So. Achtung. So, jetzt müsst ihr da wieder was sehen. Dann schauen wir mal, was das hier alles ist. Also, wir haben hier zum Beispiel, das sieht aus wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo man sowas verwendet. Wisst ihr, wo man sowas verwendet? Ja. Eher in der Puppenstube, würde ich sagen. Ne? Aber das hier, das sieht schon eher danach aus. Das kann man zum Beispiel als für die Wände nehmen oder als Steindekoration. Ja, ja, sehr schön. So, Schleifpapier. Das finde ich ja geil. Da hat tatsächlich jemand Schleifpapier genommen. Ja, das ist gar keine schlechte Idee als Sanduntergrund. Ne? Und hat hier eine Hecke drumherum gemacht. Das ist original Schleifpapier. Das ist ja cool. Das ist auf so eine Idee, muss manchmal kommen, ne? Schleifpapier zu verwenden als Unterlage für die Modellbahn. Nicht schlecht. Wieder was gelernt. Kanntet ihr den Trick? Ich nicht. Ja, dann haben wir hier, wieder gesagt, nochmal Steinplatten. Oder Abdeckung. Oder Zierung. Eierlikörbohnen. Das ist aber ganz schön schwer. Da ist bestimmt irgendwas Schweres drin. Ich glaube, das sind Gewichte, wie es aussieht. Okay. Das sind Loks. Loks sind's. Biege. Guck an, du. Hier ist kein Motor drin. Kennt ihr ja. 118. Gehäuse kaputt. Ist halt bloß Pico. Noch einmal ein Doppelstock. Zweiteiler. Jetzt habe ich also einen Zweiteiler und einen Vierteiler. Auch Pico. Deutsche Reichsbahn. Logisch. Nochmal zwei extra Gewichte. Hier ist noch eine 119. Schade, dass es diese Version nicht als Brava gibt. Mit der Kanzel. Ne? Das ist echt schade. Dass sie die nie gebaut haben. Hätte mich mal interessiert, warum. Könnte man mal in die Kommentare schreiben, warum sie die nie gebaut haben. Als Brava-Version. Weil die 118 und die normale 119 gibt es ja. Aber die hier mit der Kanzel, die gibt es leider nicht. Super, Dankeschön. Das geht noch weiter. Die ganze Packung, ja, da kann man zum Beispiel Ladegut draus machen. Oder, was weiß ich, Zaun oder sowas. Ja, immer verwendbar. Dann haben wir, oh ja, das ist gut. Isolierte Schienenverbinder. Na, da musst du nämlich kein Loch dann oder was gesagt keine Lücke reinfräsen in die Gleise, sondern da machst du diese isolierten Schienenverbinder rein, das Plastik, und dann ist auch das Gleis unterbrochen. Wenn du zum Beispiel Stoppstellen bauen willst. So sieht's aus. Oh, sehr schön. Genau das habe ich gesucht. Mensch. Wunderbar. Jetzt weiß ich, wo ich die anbringe. Ihr wisst ja, ich habe da hinten ein bisschen gefuscht. Hm?
wo ich da versucht habe, das noch nachträglich mit Farbe zu verbessern. Und dann ist es in die Hose gegangen. Und da kann ich da jetzt wunderbar das Ganze kaschieren. Nämlich da klebe ich das davor und dann sieht man es nicht mehr. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Da ist noch mehr davon. Das zwar ist Plastik, aber das kann man ja dann nachträglich noch ein bisschen mit Alterung machen und so. Das ist wohl 3D-Druck, so wie es aussieht. Ne? Ganz deutlich zu erkennen. Da, die Konturen, das ist 3D-Druck. Aber guter 3D-Druck, das muss man schon sagen. Das ist wirklich sehr gut geworden. Und natürlich haben wir Oberleitungsmasten in 3D-Druck. Oh, die sind aber echt gut geworden. Wow. Also da kann man nicht meckern. Die sind doch wirklich gut geworden. Die werde ich vermutlich auf dem Berg einsetzen. Da würden die auch gut passen. Es sollen ja bloß Attrappen sein. Und die sind doch wirklich perfekt als Attrappen für die Bergstrecke gedacht, oder? Meint ihr nicht auch? Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Und von diesen Masten sind ja sehr viele dabei. Hier haben wir auch noch einen Turmmast. Das ist auch 3D-Druck, wie es aussieht. Oder ist das ein Arnold? Ist das ein Arnold oder ist das 3D-Druck? Da die ja so gut geworden sind hier. Vielleicht ist das gar kein 3D-Druck hier. Vielleicht sind das Arnold, die hier. Das ist auf jeden Fall Arnold. Die habe ich ja schon. Ne? Sehr, sehr geil. Also muss ich ehrlich sagen, da hast du genau das Richtige reingetan. Als ob du das geahnt hättest. Na ja, gut. Das könnte man zum Beispiel als Totenmast ansetzen. Also nicht mehr in Betrieb. Gibt es ja auch einige Strecken, wo sowas ist. Aha, hier geht es ja noch weiter. Hier. Haufenweise Turmmasten. Also da kann ich ja schon 10-mal meine Oberleitung neu machen. Das ist ja irre. Was ist denn das für eine Firma? FF Plost Protopolymer SLA 3D-Druck. Hergestellt in Deutschland. Nicht geeignet als Spielzeug. Aha. Kaltenkirchen. Hergestellt in Kaltenkirchen. Hier steht die Adresse von meinem Spender. Aber die halte ich mal zu. Kann ich den noch abmachen. Da muss ich doch echt mal fragen, hast du dir das alles bestellt oder hast du das geschenkt bekommen? Ne? Weil auf den anderen Dingen war es mir auch schon aufgefallen, dass da deine Adresse drauf war überall. Hier übrigens auch. Könnt ihr jetzt nicht sehen, ich muss den natürlich wieder kaschieren, ist klar. Aber wenn ich euch jetzt ins Bild zeige, dann wird es wieder freigegeben. So. Da haben wir hier alles 3D-Druck. Also so viel Zugussteile und so viel Material, was er mir hier geschickt hat. Alter Schwede, das ist aber auch eine Menge. Das haut mich echt aus den Latschen. Ja, noch mehr. Dann haben wir hier wieder Grünzeug. Und dann haben wir hier wieder Isolierer mit normalen Schienenverbindern. Ein Dach, das sind Anschlussgleise. Anschlussgleise. Dann haben wir hier noch mal ein paar Kabel. Wieder isolierte Gleisverbinder. Ja, das ist wow, richtig viel. Dann mal hier anschauen. Oh. Oh, wow, die sehen aber gut. Die sehen ja mal richtig gut aus. Ja, die sehen doch cool aus. Da weiß ich schon ganz genau, wo ich die einsetze. Ich wollte sowieso die Dinger austauschen, weil die mir nicht so richtig gefallen haben. Aber die sehen ja richtig schön aus. Ja, das sind doch mal richtig geile Gartenzäune. Oder, ja, Mauern. Kann man ja so nennen. Die sind richtig gut. Kann man nicht meckern. Sehr, sehr geil. Also da hast du richtig gutes Zeug reingetan, muss ich echt sagen. Kann ich wirklich vieles davon verwenden. Vor allen Dingen diese Abdeckung hier oder Verkleidung. Jetzt weiß ich, was das hier sein soll. Entweder das ist ein Fehldruck oder es soll irgendwas darstellen vom Berg. Ja, genau vom Berg. Das ist irgendwie Verzierungen.
Hier auch. Ja. Also da ist wirklich sehr viel gutes Material dabei, was man noch verwenden kann. Was ich auch nicht wieder weggeben werde, ne, was ich auch für mich verwenden werde. Die ganzen Masten, die werde ich auf jeden Fall auf dem Berg machen. Einheitliche Masten sind immer besser. Ich wollte ja erst die teuren von Sommerfeld noch organisieren aus Metall, aber ich gesehen habe, was die kosten. Ne, lass mal so. Noch ein Lämpchen aus Metall. Da habe ich ja schon einige. Die kommen dann noch mit in die Kiste, wo die Lampen reingehören. Gleich mal hinlegen. Muss wohl doch wieder zwei Teile machen quasi. Ja, dann müssen wir wieder zwei Teile machen. Dann wird aber der hier erst hochgeladen und der andere dann später. Das schaffe ich dann hier heute nicht mehr, weil morgen muss ich wieder bei Zeiten fahren. So ist das halt, wenn man arbeiten muss. Aber das sollten die alle kennen. So, jetzt schauen wir mal hier nochmal rein. Wir haben ja noch eine Kiste, ne? Wir haben ja noch eine. Dann haben wir hier noch mehr Bahnhöfe. Das ist ja krass. Ja, noch mehr Bahnsteige. Die können natürlich sein, dass sie den Baden noch mit dazugehören. Das ist schon möglich. Was steht denn da drauf? Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Das ist der Zusatzbahnsteig von dem Baden-Baden. Also der zweite Bahnsteig von dem Baden-Baden. Was ist hier? Da steht das bestimmt sogar noch da. Montageanleitung. Kirche Wasser. Kirche Wassen. Ist das geil. Wo war ich denn gewesen, Leute? Hä? Kennt ihr das noch? Da war ich doch sogar live gewesen bei der Kirche. Wo ist die Kirche? Schade, die ist nicht dabei. Die hätte ich gerne mal gesehen im Modell. Mensch, das ist ja krass. Da war ich gewesen im Wassen. Da ist er. Ich habe sie nicht mehr erkannt. Sollte mich was schämen. Stand doch davor, Menschenskinder. Da habe ich gestanden. An der Stelle. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich kann die Fotos euch noch mal zeigen, ja? Nicht, dass einer sagt, ja, der was erfindet denn der von Quatsch, der war doch noch nie dort gewesen. Doch. Hier ist nochmal die schöne Kirche. Friedhof und angrenzenden Häuschen. Da unten waren wir vor uns. Die Bilder kennt ihr ja. Ne? Gut. Na, habt ihr das gesehen? Das war keine Fotomontage. Da stand wirklich der Jens davor. Auf der Mauer. So sieht's aus. Ja, das war schon wirklich eine geile Reise. Das werde ich nicht so schnell wieder vergessen. Gut. Kommen wir zum zweiten Paket. Jetzt muss ich erstmal wieder die Retuschierung aktivieren. So. Ah, hier steht nämlich schon die Adresse. Und die möchte ich nicht gerne zeigen. Das scheiß Karton, das aus. Das ist so grün, das sieht man kaum, das Ding. Furchtbar. Nee, das Kartonmesser. Ich muss mir mal eine andere Farbe besorgen. So. Und das habe ich alles von ihm bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß, was mit dir noch erwartet, ja. Einfach nur irre, was hier alles dabei ist. Da hast du echt den gucken lassen. Da muss ich mir natürlich auch was für dich einfallen lassen. Da reicht ja das, was ich dir schenken will, gar nicht aus. Da muss ich noch was reinlegen. Oder du musst warten, bis ich auf dem Flohmarkt war. Vielleicht finde ich noch was Tolles für dich. So, ab jetzt könnt ihr wieder schauen. Jetzt ist es aktiviert. Und jetzt weiter. Oh, noch mehr Waggons. Ich gehe kaputt. Geil. Ja, da hast du mich jetzt wirklich umgehauen. Das muss ich echt sagen, ja. Eine Dampflok. Ja, Bische. Noch eine Dampflok sozusagen. Wow. Und haufenweise Güterwagen.
Ja, muss ich echt sagen, das haut mich um. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich schwöre, ich habe nicht gewusst, dass du mir das alles mit einpackt. Ja. Hier haben wir noch so einen roten. Das sieht aus wie neu. Ja, das sind diese russischen Langstreckenwagen oder Weitstreckenwagen. Ja, ich betone es extra noch. Weil ihr wisst ja, wir dürfen jetzt zur Zeit ja nichts mehr zu dem Thema sagen. Das juckt mich aber überhaupt nicht. Ich sage das, was mir gefällt. Und ich sage, was aus Russland kommt, was die Züge betrifft und überhaupt die Eisenbahn, das ist nun mal das, was mir auch gefällt. Die gibt es ja auch als neue Variante. Ne? Die gibt es auch als neue Variante von den kleinen Serienherstellern, aber da kostet ein so ein Wagen 70 Euro. Es waren mal ein paar bei eBay drin, die wollte ich erst nehmen, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, das ist doch zu viel. Das waren 150 Euro, das waren 6 Wagen von diesen neuen, ne? Neukonstruktion. Kleinen Serienhersteller, vielleicht hat sie ja von euch jemand. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich leider nicht so viel Geld zur Verfügung. Ja, jetzt müsste ich natürlich wieder die Retuschierung aktivieren, weil hier wieder sein Name liest. Aber ihr seht ja noch genug, keine Sorge, ihr werdet noch genug zu sehen bekommen. Dass er über den Namen durchsteht, ist natürlich blöd. So, ab jetzt gebe ich wieder frei. Jetzt seht ihr, wie da ist. Musste ich jetzt leider machen, ne? Also die Adresse, die darf niemand sehen. So ist es nun mal. So, da haben wir hier noch eine, entweder ist eine tschechische, das ist eine tschechische, genau. Weil die russische Version von Dialog hier, die hat nämlich keine Puffer. Und die hat Puffer. Entweder hat die jemand dran geklebt oder das ist die tschechische Version. Ne, das ist die tschechische. Oh, schade. Hier ist der Puffer umgeknockt. Oh, schade. Das ist aber nicht so schön. Na, machen wir doch gerade. Ja, das ging ja schnell, ne? Die sieht doch noch richtig gut aus, die Kleine. Die werde ich sogar in meinen Bestand aufnehmen. Ne? Die nehme ich in meinen Bestand auf. Mal gucken, wie sie fährt. Die schöne tschechische E-Lok. Das müsste ja eine tschechische sein. Weil ich glaube, die russische Version ist ohne Puffer. Ihr könnt mich ja korrigieren, wenn ich was Falsches erzähle. Ne? Selbst die Stromabnehmer sind noch im Top-Zustand, wie es aussieht. Ja, da ist nichts dran. Ne? Ne? Die sind noch wirklich sehr schön. Sehr schönes Modell. So, gleich mal zur Seite. Gleich mal weg. So, zack. Damit sie nicht noch beschädigt wird oder so. Jetzt fangen wir hier mit den Waren an. Da sind nämlich ein paar Waren dabei, die ich noch nie gesehen habe. Ja, das ist ein normaler Kühlwagen. Ja, brauche ich euch nicht weiter zeigen. Aber die hier. Ja, was ist denn das? Ja, jetzt bin ich überfragt. Also ist auf jeden Fall nichts Amerikanisches. Nee, also amerikanische Wagen sind das nicht. Aber was soll das darstellen? Hä? Was ist denn das? Das wusste mein freundlicher Kumpel wahrscheinlich auch nicht. Deswegen hat er es mir gegeben. Ja, das ist irgendwas entweder britisches, aber es hat keine Fenster. Nee, Fenster gibt es ja nicht. Sind das Viehtransportwagen? Was soll denn das darstellen? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, was das ist. Davon haben wir 3 Stück. Die sehen ja echt ulkisch aus, die Wagen. Was steht da drauf? Moment. N-Parts. N-Parts. N-Parts ADW 5D8. Was ist das? Sind das Knastwagen oder was soll denn das darstellen hier? Ich habe keine Ahnung. Lustige Wagen, wirklich lustige Wagen. Das müsste irgendwas Britisches sein oder so. Sieht aus wie Lima. Lima, das ist Pico. Ne? Hochbordwagen Pico. Alle noch in sehr, sehr gutem Zustand. Wundert mich, warum man die nicht behalten hat. Weil die sind eigentlich nicht schlecht. Wenn man da Minitrix-Achsen reinmacht, dann sind das wirklich sehr, sehr schöne Wagen. Ich habe hier auch einige gehabt. Ja, alle noch ganz. Ne? Nichts weggebrochen, aber eben die typischen Plastik-Pico-Achsen. Die kann man ja wie gesagt tauschen. Dann sind das wirklich sehr schöne Waren. Auch dieser hier, nichts dran. Alles in Top-Zustand. Außer die Achsen. Also sehr schöne Hochbordwagen. Dann haben wir das hier. Schon wieder diese komischen Wagen. Die gehören doch hier dazu.
was ist denn das nur? Also das sind ja keine Personenwagen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie ein Bauzug ist oder sowas. Das ist auch Lima, oder? Guck mal, ich guck mal drunter. Ja, Lima, das sind die gleichen. Merkwürdig. Was zum Teufel ist das? Also ich weiß es nicht. Kann ich ja auch mal aufbauen und mal fahren lassen, hä? Diesen komischen Zug. Da haben wir nämlich noch einen Wagen. Das ist irgendwie Bauzug. Also ich habe die wirklich noch nie gesehen. Entweder Großbritannien, Spanien oder irgend sowas, aber Deutschland auf keinen Fall. Das glaube ich nicht, dass es Deutschland ist. Noch einer. Ne? Also insgesamt 6 solche wunderschönen Wagen in der gleichen Farbe. Aber ihr könnt mir ja wirklich mal sagen, was das sein soll. Ich baue nachher mal auf. Mal gucken, wie der läuft. Das ist ein Butcher-Zuhäuser. Dann haben wir hier noch einen Steuerwagen. Der scheint wohl irgendwie nachgerüstet worden zu sein oder nachgebaut oder umgebaut worden sein, weil das Drehgestell nicht original ist. Da hat jemand eine übelst große Schraube reingewamst, die hier gar nicht hingehört. Ja? Ne, die gehört dann nicht rein. Den kann man aber wohl in Ordnung bringen. Ja, das ist kein Steuerwagen. Das ist ein ganz normaler Silberling. Ja. Oder ist das ein Steuerwagen? Das ist ein Steuerwagen. Doch. Ja, das ist ein Steuerwagen. Hasenkastenwagen nennt er sich. Das ist ein Steuerwagen der ersten Generation von den Silberlingen. Hasenkasten, genau. Der Hasenkasten. Schon gewundert wegen der Türen. So, dann haben wir hier noch einen Pico Kühlwagen. Noch ein Kühlwagen. Der ist aber nicht Pico. Ist das auch? Doch, das ist auch Pico. Das ist doch kein Pico. Ist das ein Pico? Doch, da, das ist ein Pico. Pico. Ne, Pico. Das hier ist aber kein Pico. Das sieht man schon an der Achsen. Das ist ein Minitrix. Aber die sind alle in sehr gutem Zustand, die Wagen, muss ich echt sagen. Also, da ist auch nichts dran. Sehr schöne Wagen. Das hier müsste... Das sind Arnold. Die gibt es auch von Fleischmann. Und für Minitrix gibt es die, glaube ich, nicht. Die gibt es auch in Blau. Ne? In Blau gibt es die auch, glaube ich, mal gehabt. Das ist ein Arnold. Das erkennt ihr an den Achsen. Dann haben wir hier noch einen Gepäckwagen. Ich wollte schon die Türe zuschieben, die geht gar nicht zu. Ne, das ist so. Ebenfalls Arnold. Plastikachsen. Zustand top. Das müsste ein Viehwagen sein. Das ist wieder Pico. Aber Zustand top. Absolut nichts dran. Da haben wir noch so einen Gepäckwagen. Mit Aussichtskanzel und noch einer. Alle drei von Arnold. Dann haben wir hier noch einen kleinen Hochbordwagen, Pico. Der ist nicht mehr ganz perfekt, aber das ist normal. Denn kann ja nicht alles in Top-Zustand sein. Noch so ein komischer Wagen hier. Also zwei davon. Könnte ich sogar einsetzen bei mir. Aber ich habe keine V60. West mehr. Oder V100 West. Ja, hier haben wir noch einen Aussichtswagen, sogar drei davon. Das ist jetzt ein anderer sein. Das ist jetzt ein anderer. Ja, das ist ein Rocco. Also drei Firmen haben die gebaut. Arnold, Rocco und Fleischmann. Woran erkennt man, dass es ein Rocco ist? Richtig, die Drehgestelle. Aber von Details her eindeutig besser. Wahrscheinlich etwas jünger. Ne? War ja auch länger. So sieht's aus. Ja, und dann haben wir hier noch zwei Kesselwagen. Minol, logischerweise. Bigo. Und noch einen Shell. Das müsste ein Arnold sein. So. Wunderbar. Also, ich bin echt überwältigt. Vielen Dank
an meinen Kumpel und ich muss mir jetzt was einfallen lassen, was ich dir jetzt noch gebe. Weil das, was ich dir ja eigentlich schenke, reicht nicht. Da muss noch was dazugelegt werden. Das werde ich auf jeden Fall tun. Spätestens, wenn ich auf dem Flohmarkt bin am Sonntag, dann bekommst du noch was dazugelegt. Das steht fest. Gut, ja Leute, das war der erste Teil. Ich baue jetzt die Kamera nicht nochmal um, aber ich kann jetzt nochmal hier ordentlich ein bisschen aufbauen, ne? Damit ihr seht, was alles dabei war. Also das hier, das ist das Lustigste von allen. Das muss ein Bauzug sein oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es von euch jemand, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Ich werde mal ausprobieren, wie er fährt. Der lustige grüne Zug. Es ist solche Wagen, das können nur Generatorwagen sein oder was. Ich weiß es nicht. Dann hier die Dampfnappen. Tue ich mal aus der Packung raus. Der sehr, sehr gut erhaltene Weitstreckenwagen Russland. Damals eine UdSSR. Das habe ich in die Kamera gewackelt, Entschuldigung. Dann noch die E-Lok, der tschechische oder russische, ich glaube tschechische, weil wie gesagt ohne Puffer, das ist die russische, mit Puffer ist die tschechische. Das ganze 3D-Zeug hier, das brauche ich nicht nochmal aufzubauen. Ihr habt ja selber gesehen, was da alles dabei ist. Also ich muss ehrlich sagen, das ist sehr, sehr viel Material. Bin wirklich geschockt, im positiven Sinne. Ja, bin ich jetzt erstmal weg. Baue die Kamera um und dann gibt es einen zweiten Teil, die Testfahrten vom IC. Ich versuche mal das noch ein bisschen rollen zu lassen, wenn ihr möchtet. Dampfer brauche ich ja nicht testen, steht ja da defekt. Die werde ich dann schon erst reparieren können. Die E-Lok teste ich mal schnell. Ja, und das wäre es dann. Ja, und dann zeige ich euch natürlich nochmal den IC2 von Brava, was das eigentliche Problem mit der Schaltung des Lichtes ist. Gut, bis gleich.